Herzlich willkommen beim Filmdialog. Mein Name ist Marius Meyer und wir sprechen heute über Candyman. Candyman ist ein Film von 1992. Ich möchte über die Fortsetzung von 2021 sprechen. Scream 5 fand dafür das schöne Wort Legacy-Sequel. Und genau das ist es. Eigentlich wurde der Original Candyman noch bereits zweimal fortgesetzt, mit Candyman 2 und 3 wird es gedacht, mit Tony Todd als Candyman. Aber ich möchte über den neuen Candyman sprechen von 2021 von Nia DaCosta, die hat Regie geführt. Und Nia DaCosta sagte mir vorher gar nichts, aber der Produzent war mir gut bekannt. Es war Jordan Peele. Jordan Peele ist eigentlich eben bekannt durch, klar, Get Out, ein guter Horrorfilm. Danach kam der sehr eigenwillige Wir, den ich bis heute nicht wirklich bewerten kann. Und sein neues Werk Nope, bin ich gespannt, was es wird. Ich habe aber noch so keine richtigen Berührungspunkte mit seinem Gesamtwerk. Also ich kann nicht sagen, ob ich Jordan Peele in seiner Regieleistung jetzt als einen der großen Horrorregisseure der Neuzeit werten würde. Es sind sehr eigene Horrorfilme, sehr afroamerikanisch zentrierte Horrorfilme, wodurch man einen ganz anderen Blick auf die Thematik Horror bekommt. Jetzt bei Candyman ist das nämlich auch der Fall. Der Original Candyman hatte eine weiße Protagonistin, aber einen schwarzen Antagonisten, den Candyman. Hier geht es wiederum darum, dass eine der Figuren, die im Original Candyman ein junges Baby war, ist hier unsere Hauptfigur, und zwar Anthony McCoy. Und wenn wir uns jetzt erstmal über den Candyman, okay, diesen Ausspruch fünfmal vom Spiegel Candyman sagen und dann kommt er und tötet einen, ist eine komische Prämisse, also fand ich schon immer als eigenartige Prämisse. Deswegen möchte ich jetzt erstmal starten damit, wie die Resonanz zu diesem Legacy-Sequel, zu diesem später gemachten Sequel, was die vorherigen Teile ignoriert, war. Also ich meine, diese Form des Sequels kennen wir von Halloween und leider auch Halloween Kills. Aber daher ist uns diese Art des Sequels bekannt. Oder vom Texas Chainsaw Massacre auf Netflix, der sehr schlecht war. Aber jetzt sind wir in so einem Bereich. Candyman war mir persönlich kein Begriff, deswegen war ich sehr interessiert, wie dieser neue Candyman wird. Jetzt lese ich mal kurz vor, was zwei Kritiker gesagt haben. Patrick Heidmann von der EPD Film schreibt, dem Macher des Films gelinge es vor allem clever und stimmig, die Konvention des Horrorgenres nur gerade so weit zu bedienen, dass sowohl genug Raum für Überraschung als auch für eine komplexe Auseinandersetzung mit aktuellen Themen wie Gentrifizierung, Polizeigewalt oder systemischen Rassismus bleibe. Obendrein sei DaCosta und ihrem Kameramann Jean Gulliserian ein Film gelungen, der auch visuell ambitionierter daherkomme als andere Genrevertreter. Und ja, das ist es. Es ist nicht nur ein reiner Horrorfilm oder von mir ist auch Slasher, der sich nur auf eine simple Befriedigung des Zuschauers fokussiert, wie es ja sehr typisch ist beim Genre. Man hat auch diese Vermischung mit einem politischen Kommentar. Also das ist das, was ich dem Film positiv mitgeben möchte, aber auch ankreiden. Dazu komme ich später, weil worum geht's? Anthony McCoy, wir wissen noch nicht, also zumindest wenn man so in den Film einsteigt, weiß man nicht, dass der Junge aus dem vorherigen Candyman-Film ist ein erfolgreicher bzw. aufstrebender junger Künstler, afroamerikanischer junger Künstler, der mit seiner afroamerikanischen Freundin Brianna in ein Haus bzw. in ein Loft gezogen ist, in der ehemaligen Slum- bzw. Ghetto-Gegend Cabrini Green. Und das erfahren wir dadurch sehr gut hergeleitet, dass nämlich der homosexuelle Bruder von Brianna sie besuchen kommt und er zeigt direkt aktiv auf den ersten Themenpunkt Gentrifizierung und weist darauf hin, dass ja selbst unser Hauptcharakter aktiv an der Gentrifizierung teilnimmt, indem er zurückzieht in diese
Gegend, in der er vorher nicht gelebt hat, um nun eine bessere bessere Lebensumstände dort zu erwarten, beziehungsweise in die geschaffenen, verbesserten sozioökonomischen Umstände einzuziehen. Das macht nämlich die Figur aus. Er ist ein gut situierter, sagen wir mal, nahe der Oberschicht kratzender junger Künstler. Und das ist was man nicht als typische Horrorfilme bzw. Slasher-Besetzung hat. Die meisten unserer Slasher, gehen wir von mir aus von den 70ern bis in die 90er, in die große Slasher-Phase, waren es Teenager in einem Großteil der Slasher-Filme. Und im Original Candyman war die Besetzung auch, wenn auch dort von der weißen Frau getragen, ein sehr anders gesetztes Setting, also von den Charakteren her. Man hatte nicht die klassische Teenager-Gruppe wie im durchschnittlichen Slasher. Deswegen hebe ich auch schon den Original Candyman hervor. Hier ist es aber noch überraschender, weil man hat eine relativ kleine Gruppe, das ist diese Vierergruppe anfangs, und man ist sich gar nicht sicher, woher der Bodycount kommen soll. Und darauf gehe ich später noch ein. Aber der Film, und deswegen lasse ich diese ganze, die Spannung und die prinzipiell ganzen Kill-Szenen, um es mal so zu beschreiben, das, was ja eigentlich ein Slasher vor allem in den 70ern bis 90ern oft ausmachte, während er dort natürlich auch Themen wie das Heranwachsen der Jugendlichen, die veränderten ökonomischen Umstände, was ja alles nebenbei von diesen relativ reaktionären Filmen thematisiert wurde, die ja als Moralgeschichten irgendwie sich auch aufbauten. Habt nicht zu viel Sex, fahrt nicht alleine in den Wald, raucht kein Gras, sonst kommt Freddy, Jason, sonst wer und tötet euch. Das ist ja so praktisch gesehen eine Moralgeschichte. Der rein ist, also das Final Girl ja meistens, ist die überlebt, weil sie ein reines Mädchen ist, die nicht befleckt ist. Wurde auch sehr schön zum Beispiel in Scream thematisiert, wo ja genau die Regeln des Horrorfilms aufgezeigt werden, die dort alle vorherrschen. Und nun haben wir diese Vermischung. Wir haben einen Film, der eine komplett andere Charakterbasis aufbaut und der die ersten 30 Minuten verzichtet, eine aktive Einbindung des Antagonisten, also des Slasher-Villains, des Mörders zu haben. Hier geht es eher darum, dass alle Figuren einzeln etabliert werden. Unsere Hauptfigur Anthony McCoy wird mit seinen Macken und Eigenheiten eingebaut. Man lernt mehrere Nebenfiguren kennen. Die Handlung beginnt zu laufen und das ohne das Gefühl von Unwohlsein, wie man sonst in einem Slasher hat, dass man weiß, irgendwann kippt der erste Dominostein und die Morde beginnen. Man ist sich wirklich nicht sicher. Es hat einen sehr starken Mystery- oder Thriller-Anteil, wie Silence of the Lambs zum Beispiel, also Schweigen der Lämmer, daran musste ich stark denken. Der Film schafft es dann, mehrere Figuren aus Cabine Green einzubauen, wo ich mir so ein bisschen dachte, die Gentrifizierungsthematik wird hier viel weniger als Hauptthemenbestandteil aufgebaut, sondern eher so als kleiner Gedanke, als Aphorisme eingesetzt, kurz gedacht und dann aber auch geschlossen, weil das mit der späteren Handlung zwar noch thematisch irgendwie zusammenhängt, aber nicht unser Hauptaspekt ist. Was sehr gut ist an dem Film der Film geht 91 Minuten, das zweite Drittel ist in der Horrorintensität, aber vor allem in der Darstellung der Gewalttaten sehr explizit. Das größte Problem sehe ich in unserer Hauptfigur Anthony McCoy und im Candyman selber. Aber Candyman thematisiere ich ganz zum Schluss, weil ich Candyman eher emblematisch für das größte Problem des Films sehe. Anthony McCoy soll uns definitiv erstmal als Figur verunsichern, nämlich er ist eine Figur, die man nicht unbedingt in einem klassischen Slasher als Hauptfigur vermuten würde. Er ist nämlich keine klassische Slasher-Hauptfigur. Normalerweise sind Slasher-Hauptfiguren, denken wir an ans Evil Dead Remake, eigentlich eher entweder gezeichnete Figuren, die sich jetzt ihren Dämonen stellen, oder total reine Figuren, die frei von Sünde sind und sozusagen den ersten Stein werfen. Hier haben wir so eine Vermischung. Anthony McCoy ist eigentlich, vor allem weil er ja schon im vorherigen Film auftrat, ein wenig
Er ist nicht wirklich greifbar als das, was er als Figur aussagen soll. Er soll sinnbildlich für eine gut gebildete schwarze Oberschicht stehen, die man so nicht typischerweise als seine Hauptfigur in Slashern vermutet. Er ist aber auch gleichzeitig, Spoiler, selber der Candyman. Und das ist die Thematik des zweiten Drittels des Films, dass man sich nicht sicher ist, ob sich Anthony McCoy in den Candyman verwandelt. Das wird immer mal wieder angedeutet, man weiß aber nicht, wie der Candyman zu Anthony steht. Und diese Backstory, die ja auch aus Candyman 1 stammt und Candyman 1 ist, wird nochmal zusätzlich mit Animationsstilen von Pappscherenschnitten erzählt. Und diese Szenen nehmen dem Film nochmal, also geben dem Film nochmal eine neue Dimension, da er nämlich seine Figuren mit Geschichte auflädt. Er macht die Geschichte größer und länger und erzählt diese Geschichte von dem Künstler, der nun versucht, unsicher, ob er jetzt der Candyman ist, damit umzugehen und der immer weiter rausfindet, was es mit der Sage des Candymans auf sich hat. Der Candyman selbst ist, und hier kommt mein großer Kritikpunkt, kein sonderlich guter Antagonist, weil der Candyman nur auftreten kann, wenn er dadurch beschwert wird, dass man fünfmal Candyman sagt. Das heißt also, er ist davon abhängig, dass Leute entweder an seine Legende glauben und es deswegen machen, um den Candyman, sagen wir mal, zu beschwören, aber oder halt um als Jugendstreich den Candyman herbeizurufen. Deswegen gilt er natürlich ja aber auch wieder irgendwo als moralische Instanz. Er ist eine gegebene Regel, ein Teil, wenn man ein Dispositiv nehmen würde, ist der Candyman Teil des Nichtgesagten. Man kann den Candyman nur herbeirufen, indem man Candyman, 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 Candyman sagt und dann würde er theoretisch gesehen kommen und einen töten. Das heißt also, er ist ja irgendwie ein repressives Element eines Staatssystems, was in Candyman selbst auch mal wieder betont wird, dass der Staat und die Polizeigewalt rassistisch gegenüber den afroamerikanischen Bürgern von Cabrini Green sind. Heißt aber natürlich auch, der Candyman selbst ist relativ ineffektiv in seiner Geschichte. Er kann immer nur auftreten, wenn sehr artifiziell sich jemand vor dem Spiegel stellt und fünfmal ausruft Candyman. Und das ist so ein bisschen mein größter Kritikpunkt. Was der Film gut hinkriegt, sind diese einzelnen von mir eben schon erwähnten Aphorismen zu Gentrifizierung, Rassismus. Diese Themen werden einzeln aufgegriffen, kurz behandelt mit unseren Figuren, also mit Anthony und Brianna und dem Bruder. Die greifen diese Themen auf, behandeln sie, beleuchten sie ganz kurz, um sich dann wieder dem Horrorfilm zuzuwenden. Problem ist nur, wird der Film 2 Stunden gehen, hätte er dafür genug Zeit. So muss der Film durch seine eigene Handlung hetzen. Er muss einen relativ kleinen Cast immer erweitern, um aktiv Opfer für den Candyman zu finden, was durch Flashbacks und, sagen wir mal, mediale Erweiterung des Candyman-Opferkreises durchgeführt wird. Ergebnis davon ist, der Film schafft es nicht wirklich, Spannung aufzubauen, weil der Candyman nicht unerwarteterweise aus dem Nichts zuschlagen kann, sondern immer nur, wenn er beschworen wird. Das wäre mein Kritikpunkt. Was ich sehr gut finde, ist, sobald der Candyman beschworen wird, ist es tatsächlich spannend und die einzelnen Sequenzen, in denen der Candyman seine Opfer holt, sind wunderschön inszeniert. Das heißt, der Film ist auf einer visuellen Ebene deutlich stärker als auf einer geschichtlichen Ebene. Die Geschichte des Films trabt so ein bisschen rum, verliert sich manchmal. Dafür ist aber die ganze visuelle Aufarbeitung der Candyman-Geschichte wunderbar gelungen, sowohl mit den Scherenschnittmomenten, was ich eben schon erzählte, wo die Historie des Candymans erläutert wird, als auch mit den ganzen kameratechnischen Spielereien, die die Geschichte besonders einfangen. Heißt final, wir haben einen Film mit einem ganz guten Hauptcharakter, der sich langsam verwandelt und das sehr gut ausspielt. Wir haben natürlich die Nebenfiguren, die ihm entweder misstrauen oder mit ihm klarkommen müssen. Wir haben aber sehr viele Opfer, die nicht wirklich in Verbindung zum Candyman stehen. Und dort sehe ich so ein bisschen das Problem, die Handlung ist ein wenig stark kondensiert worden. Wäre der Film 2 Stunden, wäre das besser rausgekommen. Man hätte halt Themen wie
Rassismus genauer ansprechen können, ordentlich thematisieren und auffalten, anstatt einfach nur mit dem Finger drauf zu zeigen und sie zu benennen. Das war ein bisschen schade. Und ja, das, zum Beispiel, es gibt diesen Ausspruch von Robin Wood, Normality is threatened by the monster. Und genau das ist hier ja der Fall. Die Normalität, das Leben ist dadurch gestört, dass der Candyman angreifen könnte. Problem ist, man muss den Candyman hervorrufen. Würde der Candyman aufgrund von Schuldkomplexen oder anderen Meinungen oder Handlungen angreifen oder sich seine Opfer suchen, wäre es deutlich sinnvoller, verschiedene Figuren mit Motiven und Meinungen zu erzeugen, die vom Candyman geholt werden. Das ist hier leider nicht der Fall. Der Candyman ist hier dann doch ein wenig handzahm. Das hat mich etwas gestört. Was ist eure Meinung zum Candyman? Was haltet ihr von der Figur? Ist das für euch eine der großen Horror-Ikonen? Mochtet ihr das Remake? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.